Und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge haben wir uns gewaltfreien Zutritt hier zu diesem Gebäude von Herrn Bernardotti verschafft. Und wir wollen uns heute mal umschauen. Das ist aber wirklich ein Banditengebäude. Die stehen hier überall mit Pistolen, oder was? Nee, da hinten sind sie am Arbeiten. You did it, Sherry. A full immersion into the criminal underworld. Da hinten ist noch einer. The silver and treasure, mate. Lords Sherry, look. Gold buried somewhere this seems around. Familiar. Just waiting to be found. It's all rot. There's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. Ja, das Rätsel müssen wir eigentlich auch noch machen. Was hat er denn ja schon wieder alles gefunden? Kann man hier... Okay. A Dogon statue from West Africa. Dogon. Okay. A century old at least. Okay, das war ein Hinweis. Sehr schön. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. V.H. Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernardotti Company Limited. Mhm. Wir haben also ein Geheimnis geknackt, sozusagen. Was ist das? Let's see what's hidden there. Ah, das kennen wir doch. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Ja. Auf jeden Fall. Haben wir denn hier noch was? Da steht hier so, John, wolltest du gerade pinkeln gehen? Oder was? Warst du gerade eventuell? An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Okay. Sieht auch irgendwie ein bisschen pervers aus, aber okay. Hello, friend. Tough day, eh? Ja, ja, Scheißtag. Genau, mein Freund. Das war die falsche Taste. Was haben wir hier? Titelseite über den Zeppelin. Okay. Kann ich die dann lesen? Nö, einfach nur so. Da kann ich auch noch durch. Dann gucken wir erstmal hier vorne. Nee, okay, Logistik kann ich nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Na gut, dann gehen wir halt da durch. John, was machst du da? This is it. This is where all the magic happens. Okay. Mach mal weiter. Rühren bitte. Gut, dann schauen wir mal. Können wir hier rein? Hallo. Achso, das ist abgeschlossen. Aha. Excuse me. Mr. Bernardotti is busy right now. Mhm. Das interessiert mich reichlich wenig. Was, ehemalige was? Geschäftspapiere? Und was war da jetzt mit ehemalige? Achso, sie, ehemalige Lehrerin aufgeschlossen, nimmt Beruhigungsmittel ein. Okay. Schauen wir erstmal kurz, weil er hier so komisch dran war. Nee, da kommen wir aber auch nicht rein. Also wir können tatsächlich nur zu ihm rein. Hi. I don't know who you are, but someone will be punished for letting you in. But first, let's talk. Ja, wir werden reden. Ich muss nur mal eben deine Gegend hier ein bisschen auskundschaften. Hallo. Große Sammlung. Ja, wovon? Das wäre vielleicht ganz praktisch zu wissen. Okay, Moment. Ich rede sofort mit dir, wenn ich herausgefunden habe, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Nein, anscheinend nicht. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Natürlich erstmal beobachten. Unterscheidet. Achso, Bandentätowierung unterscheidet sich. Drei Striche. Das andere waren ein großer Strich und zwei kleine oder so, glaube ich, ne? Na? Scheut nicht harte Arbeit. Na, sieht eher danach aus, als ob der sich gerne prügelt. Kann man das. Ja. Kaltblütig.
Ja, es hätte theoretisch auch ein Polizist sein können. Ich meine, die tragen auch Waffen. Aber gut, wir wissen natürlich, dass wir hier nicht bei der Polizei sind. Verheiratet? Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe auch lange an dem Finger einen Ring getragen, ohne dass ich verheiratet war. Der kam erst danach. Den trage ich aber zum Glück nicht mehr. Einen, denke ich mir mal, müssten wir doch noch rauskriegen. Litt an Mangelernährung. Okay. So, berechnender Geschäftsmann, skrupelloser Gangsterboss. Oh Gott. Ja, ich. Nee, auf jeden Fall, klar, Gangsterboss, weil. Aber wir gucken trotzdem mal eben, was hier drin steht. Das unterscheidet sich ja. In dem Fall jetzt in allen. Hartgesottener Bandenanführer, berechnender Geschäftsmann. Er strahlt Selbstvertrauen aus und wirkt zugleich bedrohlich. Er wähnt sich grundsätzlich in Gefahr, weswegen er seine Pistole trägt. Aber diese steckt zumindest im Holster. Entstammt einer Arbeiterfamilie. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste von Kindesbeinen an hart arbeiten. Die harte Schufterei und Mangelernährung führten dazu, dass er an Pellagra erkrankte. Diese Krankheit hatte überwunden, aber die Spuren sind weiterhin auf seiner Haut sichtbar. Obwohl er finanziell mittlerweile ausgesorgt hat, neigt er nicht zu Prasserei, was man an seinem vergleichsweise wenig anfälligen konservativen Kleidungsstil erkennt. Mr. Bernardotti und seine Männer haben unterschiedliche Tätowierungen desselben Stils. Diese Tätowierungen stellen höchstwahrscheinlich einen Code dar, welcher der verschiedenen Ränge einer durchstrukturierten und geheimen kriminellen Organisation repräsentiert. Ja. Und was ist jetzt hier? Bernardotti ist ein skrupelloser Bandenanführer, der sich nicht davor scheut, sich die Hände schmutzig zu machen, um seine Macht zu demonstrieren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist er selber doch derjenige gewesen. Ach so, nee, Moment, das war dieser eine, der gestorben ist. Nee, halt, ich habe gerade einen Denkfehler. Er ist nur der Anführer. Da er in jungen Jahren hart arbeiten musste, hat er einen Hass gegenüber seiner Umwelt entwickelt. Er erwartet ständig Schwierigkeiten und neigt auch selbst dazu, Schwierigkeiten zu machen. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste von Kindesbeinen an mit anpacken. Dann die Sache mit der Dings. Er weigerte sich, diese Spuren unter modischer Kleidung zu verbergen, damit er niemals vergisst, wie er zu dem Mann wurde, der er heute ist. Würde ja passen. Mr. Bernardotti und seine Männer haben unterschiedliche Tätowierungen desselben Stils. Ja, das ist ja wieder gleich. Also, ich behaupte mal, er ist wirklich ein skrupelloser Gangsterboss, weil, ich sag mal, hier laufen ja alle mit Waffen rum und so. Berechnender Geschäftsmann heißt für mich, okay, er trägt eine Pistole zur Selbstverteidigung, was auch immer das jetzt heißen mag, weil, ne? Aber ich bleib bei dem skrupellosen Gangsterboss, weil alles andere ist so... Nee. Ich bleib bei dem. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernardotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. naja, das mit dem Diebstahl sollten wir vielleicht erstmal nicht sagen. Das mit dem Fragen würde ich auch nicht. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for.
For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization and, thus, to you, Mr. Bernadotte. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. Mr. Bernadotte, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Angenommen, Sie brauchen das Foto. Ja, genau, wir lassen uns jetzt auch erpressen. Wegen der Flüchtlinge vor Ihrem Depot. Wofür brauchten Sie die junge Frau? Wegen der geschmuggelten Artefakte. Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl would cipher with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Okay. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve.
The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Oh, ich hab's geahnt. Wir kommen nicht drum herum, das zu sagen. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich wäre da jetzt wirklich in einem richtigen Gewissenskonflikt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich meine, auf der einen Seite sollte natürlich jedem das Handwerk gelegt werden, auf der anderen Seite, ja. Bernadotte ist auf der Suche nach kompromittierenden Material, um den britischen Abgesandten erpressen zu können. Ja, das bringt uns jetzt aber hier nicht wirklich weiter. Schmuggelware. Informationen über Thomas Norton. Da kann ich noch mit jemandem drüber sprechen, aber mit ihm jetzt wahrscheinlich nicht, denke ich mal, ne? Mr. Bernadottis Angebot. Ich soll ihm die Fotografie geben, damit er den britischen Abgesandten erpressen kann. Im Gegenzug dazu will er dafür sorgen, dass die, ja, das wissen wir ja. Profil von ihm. Aus der Galerie gestohlene Gegenstände. Hauptsitz bin ich gerade drin, das heißt, das machen wir mal als nächstes. Können wir uns mit ihm unterhalten? Sherry, don't you think this office suits me? I am positive our deal will benefit everyone. Wieso steht jetzt immer noch was von Gedankenspielen drin? Moment. Ach so. Ah. Das habe ich gar nicht gesehen. Was denn führt? Primär muss ich dafür sorgen, dass es ihr und ihrem Kind gut gehen wird. Also sagt er selber, er will ihm das Foto geben, ja? Der britische Abgesandte ist schlichtweg ein Widerling und Mr. Bernadotte versucht aus der Situation einen Vorteil zu ziehen. Ich kann keinen von ihnen beiden trauen und nur die Wahrheit ist eine konstruktive Lösung. Ich sollte die Fotografie Mr. Vogel geben, damit er den Missbrauchsskandal an die Öffentlichkeit bringt. Mr. Bernadotte ist ein zwielichtiger Geschäftsmann, aber sein Versprechen, Naila und dem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen, klingt glaubhaft. Ich werde Mr. Bernadotte die Fotografie geben, damit er den britischen Abgesandten erpressen kann. Also, ich bin ganz ehrlich, natürlich möchte ich, dass es der Frau, also der Naila und dem Kind gut geht.
Und Sherlock sagt selber, dass er primär dafür sorgen muss, dass es den beiden gut geht. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich wäre jemand, wenn ich solche Informationen hätte oder weitergeben könnte, würde ich das Ganze veröffentlichen. Oder in dem Fall veröffentlichen lassen. Definitiv. Das Einzige, was mir dann noch ein bisschen komisch aufstoßen würde, sage ich mal, wäre dann halt die Tatsache, dass das vermutlich eh nicht allzu viel bringt. Ich sag mal, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass irgendjemand in der Politik, wo negative Sachen rausgekommen sind, dass der oder diejenige dann zurückgetreten ist. Man sieht es ja in der aktuellen Situation immer wieder. Deswegen, ja, ich stehe so ein bisschen zwischen meinen Gefühlen, sage ich jetzt mal, dass es der Frau natürlich gut gehen sollte und meiner Intelligenz oder meiner Stimme in meinem Kopf, die sagt, es muss irgendwie Gerechtigkeit geben. Wobei die gleiche Stimme allerdings auch sagt, dass es sowieso keine Gerechtigkeit gibt. Andererseits muss ich auch dazu sagen, dass natürlich der Vogel jemand war, der ehrlich ist und der sogar auch noch was mit unserer Mutter zu tun hatte. Ne? Er kannte sie ja auch noch. Ich gehe nochmal eben zurück. Primär muss ich dafür sorgen, dass es ihr und ihrem Kind gut geht. Das stößt mir so ein bisschen auf, weil ich persönlich würde eigentlich nicht dafür sorgen, weil ich denke, es könnte ihr und dem Kind auch gut gehen, wenn die da in dieser Gemeinschaft drin sind. Ich habe echt einen Konflikt gerade. Ich sollte die Fotografie Mr. Vogel geben, damit er den Missbrauchsskandal an die Öffentlichkeit bringen kann. Was mache ich denn, wenn ich diese Kooperation eingehe? Spreche ich dann nochmal mit dem Vogel? Oder also, dass ich ihm sage, ich kann ihm das leider nicht geben, weil es geht da um eine Frau und hier und da. Und ich kann keinen von ihnen vertrauen. Nur die Wahrheit ist eine konstruktive Lösung. Der Vorwurf Missbrauch des Abgesandten will sich mit der Erpressung zunutze machen. Er würde leider im Gegenzug für die Fotografie ein gutes Leben ermöglichen. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, was natürlich jetzt krass klingt, aber da geht es um ein bzw. zwei Leben, die sich verbessern könnten. Und bei der Gerechtigkeit geht es tatsächlich darum, dass es an die Öffentlichkeit geraten kann und dass viele Leben sich verbessern könnten. Und ich meine, das ist ein gnadenloser Geschäftsmann. Also wenn wir den nochmal in die Hände spielen, der würde ja was weiß ich was alles dann dadurch machen mit dieser Erpressung. Also es tut mir wirklich, wirklich leid für die Nayla. Wobei, deren Leben weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so einschätzen. Das ist aber, denke ich mal, nicht so extrem schlimm. Klar, die sind da in diesem Slum, in Anführungszeichen, in diesem, ne? Aber es geht um ein Kind, ja. Wobei ich weiß, man hat immer die Möglichkeit, wenn man das Kind primär in Fokus setzt, dem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen, auch in ärmeren Verhältnissen. Und wir sind Sherlock Holmes. Also eigentlich dürfen wir keine Kooperationen, keine Zwielichtigen eingehen. Ich werde mich wahrscheinlich gleich dafür hassen, aber ich nehme die gnadenlose Gerechtigkeit. Der britische Abgesandte ist ja, das ist klar. Ich kann keinen vertrauen. Sollte die Fotografie Mr. Vogel geben. Ja.
Dann. I opened the front door for you. Please, sir, do not linger. Ja, ja. Ich werde auch gehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt alles so gut war oder nicht. Oder keine Ahnung. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, noch könnte ich es theoretisch ändern. Aber ich weiß nicht. Das ist so... Ja, ich weiß gar nicht mal, wo die Galerie überhaupt von dem war. Ach du Schande. ich weiß es gerade wirklich nicht. Grün. Schlüsselhinweise. Galerie, Galerie, Galerie. Friedhof. Kirche. Chronicle. Oje, oje, oje. Rathaus. Da war ich. Garten der Wonne. Das war hier Polizeiwache, ne? Ja. Ich meine, das wäre doch irgendwo hier rechts gewesen, oder nicht? Oh Gott, peinlich, peinlich. Okay, ich suche jetzt mal kurz die Galerie hier drauf. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Ja, ich habe sie dann endlich gefunden und dann werde ich auch mal eben schnell hinreisen. So, war dann doch leichter, als ich gedacht hatte. Ich habe mir die Informationen nämlich nochmal eben angeguckt und bei der Einladung, die wir damals bekommen haben, stand natürlich drin, wo wir hin müssen. Bei der Kreuzung, ich weiß gerade noch nicht mehr, wie das ging. Doch, das ging irgendwie so Treppen hoch, ne? Moment, wo bin ich jetzt? Bazar und Hermesrot. Die ist hinter mir, wenn ich das richtig sehe. Moment, aber an der Kreuzung ist es nicht direkt. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Also, ich bin schon wieder komplett... Das muss ich doch nochmal eben gucken. In der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Ave. Kreuzen die sich sonst noch irgendwo? Nee, ne? Oder war das... Ach, das ist das. Ah, ja, 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 ja. Okay. Ist das hier gewesen? Ich habe das auch komplett falsch in Erinnerung, ich Idiot. Das, was ich jetzt im Kopf hatte, das war ja auch dieser eine Typ und nicht hier das von dem Vogel. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. Warren presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder, killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me?
I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more, then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh, dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Ja, und damit haben wir diesen Fall abgeschlossen, auch wenn er mir dann doch ziemlich schwer letztendlich im Magen liegt. Wo ich natürlich nicht dran gedacht hatte, was er so schön noch erzählt hatte, gerade eben, dass natürlich das Opfer dadurch auch in die Öffentlichkeit gerät. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, hätte ich keine Entscheidung treffen müssen in dem Fall, sondern ja, erstmal mit ihr sprechen können. So wie ich das jetzt in Erinnerung habe, wollte sie das Ganze eigentlich vergessen. Also für sie wäre es jetzt natürlich besser gewesen, wenn ich einfach dieses zwielichtige Angebot angenommen hätte. Aber die Auswirkungen, dass er dann weitermachen kann, also der andere, dieser Vergewaltiger hier, dass er dann weitermachen kann, das konnte ich dann auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wie es dann halt immer so ist, man muss hin und wieder eine Einzelperson opfern für das Allgemeinwohl. Das hört sich jetzt doof an, aber wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, da ist ein riesiger Abgrund und wenn ich reinspringe, dann sind Trillionen, Milliarden, keine Ahnung, wie viele Leute wir jetzt auf der ganzen Erde haben, auf der Erde gerettet und leben ein Leben lang ein schönes Leben, dann würde ich springen. Andererseits muss man auch dazu sagen, wenn meine Tochter bis dahin nicht erwachsen ist, weiß ich nicht, ob ich egoistisch genug wäre, nicht zu springen. Mit dieser moralischen Frage entlasse ich euch jetzt erstmal in dieser Folge und sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei uns zu Hause im Anwesen. Bis dann! Ciao!